guten Morgen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am vierten Sonntag nach Trinitatis. Heute geht es um das Thema Barmherzigkeit. Es geht um die Güte Gottes und seine Aufforderung, uns ihm es leicht zu tun. Das drückt sich auch bei dem Spruch der Woche aus, Galater 6, Vers 2. Da findet man folgenden Satz: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir hören jetzt die Melodie unseres Wochenliedes, O Gott, du frommer Gott. Ich zitiere aus diesem Lied zwei Strophen. O Gott, du frommer Gott, du Brunnenquell guter Gaben, und dem nichts ist, was ist, von dem wir alles haben. Gesunden Leib gib mir, und das in solchem Leib, ein unverletzt der Seele und rein Gewissen bleibt. Findet sich Gefährlichkeit, so lass mich nicht verzagen. Gibt es einen Heldenmut, das Kreuz hilft selber tragen. Gib, dass ich meinen Feind mit Sanftmut überwind und, wenn ich Rat bedarf, auch guten Rat erfinde. Schenke uns ein offenes Ohr für dein Wort
und gib uns die Kraft für deine Liebe. Das bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das Evangelium dieses Tages steht geschrieben bei Lukas 6 in den Kapiteln 36 bis 42. Und ich lese aus der Übersetzung der Lutherbibel 2017. Vom Umgang mit den Nächsten. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch gegeben. Gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister, wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Augen, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen, und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Amen. Wir hören die Orgel. Für mich ist das ein Widerspruch
zum Fundament unseres christlichen Glaubens. Unser Glaube basiert eben nicht auf moralische Grundsätze, sondern lebt von einer lebendigen Beziehung zu Christus. Ich bin nicht so vermessen, dass ich mich mit Martin Luther vergleiche, aber hier passt der ihm zugeschriebene Satz auf dem Reichstag zu Worms: Hier stehe ich, Armer, ich kann nicht anders, und deshalb lese ich euch jetzt den Predigtext. Aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 17 bis 21. Paulus schreibt: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt ihr mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben bei 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 35, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Der Text verführt fast jeden Prediger, eine Predigt über lauter Richtigkeit zu halten. Seid friedvoll, übt keine Rache, gebt euren Feinden zu essen und zu trinken und seid bestimmt nicht böse. Diese Predigt könnte auch jeder halten und die Predigt könnte auch jeder unterschreiben. Dafür müsste man nicht mal glauben. Das könnte auch zum Beispiel in einer guten Resolution der Vereinten Nationen stehen. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Diese paulinischen Imperative sind eindrucksvoll und wichtig für das Leben. Und doch muss doch mehr daran zu finden sein, dass Paulus sie in seinem wichtigsten Brief, den Römerbrief, aufgenommen hat. Schon deshalb, weil gerade das Thema des Römerbriefes eben nicht die Moral ist, sondern dass niemand durch seine eigenen Werke zum Glauben kommen kann. Alles ist Gnade und lebt von der Vergebung Jesu. Für mich gibt es dafür nur eine plausible Erklärung. Wir verstehen den Predigtext nur, wenn wir dem Denken des Paulus folgen. Paulus ist aufgewachsen in einer jüdischen Gemeinde. Regelmäßig hat er sich mit den 10 Geboten auseinandergesetzt. Nach jüdischer Lesart sind sie keine Moralsätze, sondern das Fundament einer lebendigen Beziehung zu Gott. Nicht zufällig lautet der erste Satz der 10 Gebote: Ich bin der Herr, dein Gott, dein Gott. Aus dem hebräischen Text hat Martin Luther zum Beispiel das 6. Gebot: Du sollst nicht töten, übersetzt. Jüdische Ohren und Herzen hören das anders, eher in diesem Sinne, weil Gott mein Gott ist, mein Herr ist. Und ich ihm vertraue, werde ich einfach nicht töten. Wenn also Paulus schreibt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten, meint er, weil du durch die Kreuzigung und Auferstehung Jesu gerecht geworden bist, wirst du dich nicht mehr vom Bösen überwinden lassen, sondern du wirst mit Guten das Böse überwinden. Dass darin auch gleichzeitig ein Scheitern angelegt ist, das weiß Paulus. Das wissen wir auch, dass wir immer wieder dem Bösen in uns und außerhalb von uns folgen und manchmal auch erliegen. Vielleicht benutzt er deshalb Imperative, um uns daran zu erinnern, dass es zum Glauben an Christus dazugehört, dass er Früchte tragen will. Diese Früchte sind durch das Vertrauen zu Christus wirkungsvoll und auch mächtig. Vergelte niemand Böses mit Bösem. Wenn dir jemand Unrecht tut, dann zahle es ihm nicht mit gleicher Münze zurück. Wir kennen diesen Impuls. Na, warte, das bekommst du zurück. Wo soll das enden? Das kann nur im Streit und Gewalt enden. Sei gutes Bedacht jedermann gegenüber. Geh mit allen Menschen fair und gerecht um. Das gilt auch für die Menschen, bei denen du das Gefühl hast, das haben die eigentlich nicht verdient.
Nichts gegen die Volksbank und Kreissparkasse. Es könnte ein Bankberater sein, der mich über den Tisch gezogen hat. Oder eine Dorftratsche, die sich dauernd über mich den Mund zerreißt. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt ihr mit allen Menschen Frieden. Soweit es möglich ist, lebe mit allen in Frieden. Übrigens auch mit deiner Familie und deinen Nachbarn. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Rache ist ein starkes Gefühl. Hör auf damit, andere Menschen zu richten und zu verurteilen. Das ist allein die Sache Gottes. Niemand von uns hat das Recht, anderen den Glauben abzusprechen und die Welt in Gut und Böse aufzuteilen. Denn wer richtet und verdammt, davon bin ich überzeugt, vergreift sich an Gott selbst. Wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Das muss ich nicht erklären. Interessant dabei ist, dass Paulus gleich die Wirkung dieser Gastfreundschaft mitliefert. Er zitiert aus den Sprüchen Salomos: Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Ein alttestamentliches Bild, das ausdrücken möchte: Dein Verhalten wird bei deinem Feind so viel Reue auslösen, dass er überhaupt nicht mehr dein Feind sein möchte. Ein Lied der Theologen Friedrich Karl Barth und Peter Horst aus dem Jahr 1979 atmet diesen paulinischen Geist. Das Lied der Kirchentagsbewegung heißt »Selig seid ihr« und ist textlich fast kindlich elementar und deshalb auch so eindeutig. Wir hören gleich die Melodie dieses Liedes. Ich zitiere: Selig seid er, oder sagen beide, selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt, wenn ihr Lasten tragt, wenn ihr Liebe lernt, wenn ihr Güte wagt, wenn ihr Leiden merkt, wenn ihr ehrlich bleibt, wenn ihr Frieden macht, wenn ihr Unrecht spürt. Paulus fordert uns nicht auf, Gutmenschen zu sein oder zu werden, sondern er beschreibt uns, was aus einer lebendigen Christusbeziehung wachsen kann. Die Liebe zu meinem Feind, zu meinem Nächsten und die Kraft, das Böse mit Guten zu überwinden. Denn eins hat Christus versprochen und verheißen: Was ihr einen für meinen dieser meiner geringsten Brüdern und natürlich auch Schwestern, und ich füge hinzu, Feinden getan habt, das habt ihr mir getan. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Frau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort her gekommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Am 22. Mai verstarb im Alter von 83 Jahren Frau Elisabeth Botsch, geborene Burmeister, zuletzt wohnhaft in Haus Bethesda. Und am 12. Juni verstarb im Alter von 88 Jahren Herr Rolf Höhmann, zuletzt wohnhaft auf dem Südseecamp. Beide Beerdigungen fanden am letzten Freitag statt. Außerdem verstarb am 25. Juni Frau Almut Reichert, im Alter von 92 Jahren, zuletzt wohnhaft im Haus Bethesda. Frau Reichert wird am 14. Juli auf unserem Friedhof bestattet. Lasst uns beten. Gott, es bleibt dein Geheimnis, wann jeder von uns sterben muss. Wir befehlen Elisabeth Botsch, Rolf Höhmann und Almut Reichert in deine Hand. Lass sie alle bei dir geborgen sein und schenke ihnen deine Wärme und Liebe in ihrem neuen Leben. Tröste alle, die um sie weinen, und stärke uns alle im Glauben an deine Auferstehung. Amen. Ich lese jetzt die Abkündigungen für den heutigen Sonntag, den 5. Juli 2020, der vierte Sonntag nach Trinitatis. Wir danken für die Kollekte der vergangenen Woche, für die Telefonseelsorge und den Förderkreis wurden jeweils 55 Euro gegeben. Die Kollekte heute am Ausgang ist heute für die evangelische Jugendarbeit in der Landeskirche und den Förderkreis bestimmt. Wir laden ein zu den Veranstaltungen in der kommenden Woche. Das ist am Sonntag um 10 Uhr der Gottesdienst hier in der Friedhofskapelle mit Pastor Friedhelm Hoffmann. Wir hören jetzt noch. Thank you.
Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Jesus Christus, du bist unser Friede. Erfülle diese Welt mit deinem Frieden. Frieden in unserer Nachbarschaft, an den Grenzen Europas, in Syrien und Mali. Breite deinen Frieden aus. Wir bitten dich, erhöhe uns. Jesus Christus, du schenkst die Kraft zur Versöhnung. Erneuere die Welt durch deine Versöhnung. Versöhnung für die, die einander hassen, die aufeinander schießen, die einander schuldig werden. Versöhne uns. Wir bitten dich, erhöhe uns. Jesus Christus, du bist die Liebe. Lass die Liebe wachsen. Liebe in den Häusern, in den Familien, unter Freunden. Liebe zu den Kranken und Trauernden, zu den Gedemütigten und Verfolgten und zu deiner Schöpfung. Wachse mit deiner Liebe in uns und in dieser Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus Christus, du bist der Atem unseres Lebens. Atme in uns. Lebe in deiner Kirche. Gehe mit uns und mit deinen Menschen mit. In diesen Tagen, in diesem Sommer, in dieser Zeit. Du bist Gottes Gegenwart in unserer Mitte. Und dir vertrauen wir, wenn wir gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.